Wir befinden uns hier an der Alma Mater Rudolfina, um herauszufinden, was die österreichischen Studenten der verschiedenen Universitäten im Sommer vorhaben. Entschuldigung, servus. Können ich dir mal Fragen stellen? Mir? Ja. Wie heißt du und was studierst du? Ich bin der Martin Lang. Servus. Ich habe jetzt mit Informatik angefangen. Cool. Entschuldigung, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich habe keinen Conference Call, zum Red. Also schaut doch nicht mehr. Geht ganz schnell, wirklich. Jimmy, verkauf's einfach. Na, ja, verkauf's. Passt. Danke. Wie heißt du und was studierst du? Ich studiere auf der WU, IBWL. Das I steht für International. Ich bin der Heinrich Gotthier, vielleicht schon mal gehört. Na, sag mir jetzt nichts. Das geht Instagram, oder was? Oh ja, aber... Wir machen weiter, komm. Entschuldigung. Hallo. Dürfte ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, aber bitte steh dich daher, weil da ist das Energiefeld extrem. Okay, geht's da? Ja. Super. Wie heißt du und was studierst du? Ich bin die Ronja Schmidt. Mhm. Aber Schmiedin bitte, wenn wir gendern, ja. Okay. Und ich studiere an der Universität für Bodenkultur. Cool. Und im Sommer hast du schon was vor, hast du was geplant? Ja, also Sommer ist ja eigentlich nur vorlesungsfreie Lernzeit für mich. Deswegen fahre ich auf ein Lerncamp an den Neusiedlersee. Ein Lerncamp? Und zu wie viel? Na, nur zu zweit, die Mama und ich. Aber mehr würden ins Zelt auch gar nicht reinpassen. Lässig, ne? Klingt cool. Im Sommer so vor? Der Papa, dein Freund, dein Haver, dein Haus in Ibiza. Werde ich mit ein paar Leuten hinfahren. Am Strand chillen, ganzen Tag, Nikki Beach, bisschen Connections für Startup-Ketten. Und ja, schauen wir, was die schwarze Merkungswelt von Papi so hergibt, ne? Cool, klingt nach einem Plan. Und was gefällt dir an Ibiza besonders? Das ist allein an der Insel, ich mag das Wetter, vor allem den Schnee dort. Okay. Und was hast du im Sommer vor? Hast du was geplant? Ich will auf jeden Fall aktiv meine politische Meinung kundtun. Mhm. Ich will mich nicht länger von den ganzen Eliten bevormunden lassen. Ein paar Demonstrationen organisieren vielleicht. Hast du besondere Themen, die dich stören, oder? Ja, die Reichen. Ja. Autos, immer gut. Okay. Jetzt, wenn du mich so spontan fragst, der Zoo. Der Zoo? Da werden Tiere festgehalten. Ja. Okay. Ja, was in die Richtung halt. Und nach der Uni, weißt du, was du machen willst? Hast du konkrete Pläne oder lass es auf dich zukommen? Na, ich will auf jeden Fall reisen. Ich will die Welt sehen. Mhm. Und ich habe eigentlich vor, in jedem Land, in dem ich bin, ein Wort, das mir viel bedeutet, in der Landessprache auf meinen Körper, auf meine Haut zu tätowieren. Na schön, ja. Nach der Uni, ich werde wahrscheinlich mein Startup Synteuer verkaufen, wenn es weiter so increased und das Portfolio so developed. Und dann vielleicht noch ein bisschen hobbymäßig spekulieren. Lässig. Und hast du einen zweiten Plan aber auch, falls das nichts wird? Das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, aber ich könnte wahrscheinlich auch noch für ein Papi arbeiten. Okay. Was hast du vor, nach dem Studium zu machen? Weißt du schon, jobtechnisch? Boah, nein, weiß ich überhaupt nicht. Also ich schaue von Prüfung zu Prüfung, schaue, dass ich meinen Einserschnitt halte und ja, was dann kommt, weiß ich nicht. Okay. Und Familienplanung, Freundin oder so hast du? Nein, also Familienplanung so jetzt noch nicht, aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, im nächsten Semester schon mal ein Mädchen anzusprechen. Ja. Na super, dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute dabei. Danke. Schön, dich kennenzulernen. Wir können uns ja auch so mal sehen vielleicht. Ja, sicher. Ciao. Ciao.